Damit heiße ich euch willkommen zurück zu meinem Pokémon Showcase Video. Indem ich euch alle meine Competitive Pokémon zeige. In dieser Folge sind es Gen 3 und Gen 4, denn ich habe nicht allzu viele davon. Fangen wir an mit Gewaldro. Das war ebenfalls ein Pokémon, das ich mir relativ früh gezüchtet habe. Deswegen habe ich es zu einem speziellen Pokémon gemacht. Mit Entlastung. Eigentlich sollte man es ja physisch oder spielt man es physisch mit Akrobatik und Flying Gem, das war noch bevor Oras rauskam, lange bevor Oras überhaupt angekündigt wurde. Deswegen habe ich es dann scheu gespielt, ich weiß gar nicht mehr mit was für einem Item. Ich würde es vermutlich mit irgendeiner Beere spielen. Aber ja, das ist mein spezielles Gewaltro. Und natürlich Tarzan, der Name ist ziemlich selbsterklärend. Dann haben wir Knave, mein Zoompex. Ein physisches Zoompex, Erdbeben, Kaskade, Hammerarm, Eishieb. Kann man so auch als Mega Zoompex spielen, wenn man möchte. Wobei ich dann Hammerarm durch was anderes ersetzen würde. Der Name Knave ist ganz, ganz amüsant. Ich war damals viel auf dem Pokémon-Board von 4chan unterwegs. Und das war nachdem Pokébank rauskam. Ich glaube, das war kurz nachdem Pokébank rauskam. Und ich ein Hydrobi brauchte, weil ich mir ein Zoompex züchten wollte. Da hat mir ein Typ namens Evan ein Hydrobi geschickt und hab's ihm zu Ehren dann Knave genannt, weil Knave rückwärts gelesen ist Evan. Dann haben wir D-Dur, das ist, bin ich richtig in der Annahme, wenn ich sage, das ist eine Musiknote. Es kommt aus dem Musikbereich. Und ja, es ist ruhig, das heißt plus Spezialangriff minus Initiative, denn als ich angefangen habe, Pokémon zu züchten, wollte ich mir ein Trick Room Team machen. Deswegen, ja, Knirscher, Spukball, Eisstrahl und Überschallknall. Knirscher hat es nur, weil es mal in der Pension war, um zu züchten. Knirscher würde ich durch, wenn es Flammenwurf lernen kann, durch Flammenwurf ersetzen und sonst durch eine andere spezielle Attacke. Ansonsten volles KP und Spezialangriffsinvestment und ja, das ist ziemlich selbsterklärend. Dann haben wir Emerald. Das habe ich auch lange gezüchtet bzw. bekommen von Nico Robin. Bevor das Mega rauskam, ist es ein ziemliches Standard-Set. Schutzschild, Verhöhner, Irrlicht und Genesung. Man könnte überlegen, Verhöhner oder eventuell auch Schutzschild durch eine offensive Attacke einzusetzen, zu ersetzen, Foulplay zum Beispiel. Aber ja, sonst ist es ein typisches Utility zu Beerus. Wenn man es als Mega spielen will, damit Calm Mind und so, aber für normales zu Beerus reicht das. Und gerade mit Verhöhner kann es doch einige Pokémon kaputt machen. Und Emerald, ja, weil es Edelsteine trägt. Dann haben wir Jacqueline. Mein Flunkiefer, mein Mega-Flunkiefer mit Knuddler, Eisenschädel, Schwertanz und Tiefschlag. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, ich habe es voll auf Angriff und KP trainiert damals. Mit einem harten Wesen. Und ja, der Name ist Jacqueline, weil so heißen die ganzen schlimmen Kinder. Und das war aus irgendeinem Grund der Name, der mir eingefallen ist. Meine Nicknames machen nicht immer Sinn. Ja, dann haben wir, wo wir gerade bei Nicknames sind, die nicht unbedingt Sinn machen, Mama Kaiju. Mutig war, glaube ich, ein Minus Speed plus Angriff gewesen. Das war ebenfalls ein Trick Room Pokémon, das ich mir überlegt hatte. Oder war das das hier? Nee, das hier war mein. Was davon war mein erstes. Moment, ich muss jetzt einmal gucken, welches davon ich mir als erstes gezüchtet habe. Damit ich keine falschen Angaben mache. Wo steht das? 19.02.2014, okay. Da lag ich doch richtig, dass. Das hier war das erste, was ich mir gezüchtet hatte. Mit Eisenschädel, Brüller, Dunkelklaue und Erdbeben. Ja, das Spread macht nicht so wirklich Sinn. Die Attacken meine ich. Das ist eins meiner ersten Pokémon, das sollte einfach offensiv was machen können. Und Brüller habe ich später nur raufgetan, weil ich dachte, Brüller wäre vielleicht eine ganz coole Attacke gegen Pokémon, die Subs benutzen. Dann haben wir mein Mama Kaiju. Das habe ich, glaube ich, gezüchtet, kurz nachdem ich Pacific Rim gesehen habe. Auf jeden Fall sollte es ursprünglich nur Kaiju heißen, aber es ist weiblich, also habe ich daraus Mama Kaiju gemacht. Und auch hier sehen wir, es hat keine perfekten Speed-EVs, es ist langsam, es kann gut was raushauen, allerdings ist das hier defensiver ausgelegt. Mit, ich bin mir ziemlich sicher, es hat Verteidigungsinvestment, aber ich möchte es nicht beschreien. Auf jeden Fall Drachenrute, Eisenschädel, Tarnsteine und Donnerwelle. Es ist mehr ein Utility-Set, das nur im Trick Room paraflinchen könnte, denn nur da ist es schneller, aber ansonsten soll es tanken und den Gegner nerven. Ich mag so defensive Pokémon mit Donnerwelle, das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir Simon, mein Meditalis. Patronenhieb, Zen-Kopfstoß, Eishieb und Gegenschlag.
Gegenschlag sollte da auch nicht drauf. Ich wollte da eigentlich damals Ice-Heap, nee, nicht Ice-Heap, eine andere Attacke drauf spielen. Aber das habe ich auch mal zum Züchten benutzt und dann die Attacken nicht wieder beigebracht. Es war als mega Militaris gedacht. Und der Name kommt daher, dass damals habe ich mit einem Kumpel ziemlich, ziemlich viel Diamant und Perl gespielt. Das ist schon Jahre her. Und er hat Mediti immer Medite genannt. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und irgendwann waren wir mit dem Fahrrad unterwegs und haben wir uns unterhalten. Und dann hat er Mediti gesagt. Und ich habe ihn nur angeschrieben mit Medite. Bis mir dann klar wurde, Moment, jetzt habe ich es gerade verkackt. Und ja, er hieß Simon oder Simon, aber er war Däne, also Simon. Und hab's dann als Anlehnung an unsere Freundschaft so genannt. Ja, Gegenschlag solltet ihr durch eine andere Attacke, wie eine Kampfattacke zum Beispiel, High Jump Kick oder so ersetzen. Dann haben wir Dark Thunder, mein Voltenso. Habe ich mir legitim gezüchtet mit der Masuda-Methode. Hat leider keine fetten Speed-IVs und keine Hidden Power Eyes. Dafür Ampelleuchte, Donnerblitz, Hitzekoller und Voltwechsel. Ich würde sonst entweder Donnerblitz oder Ampelleuchte durch Hidden Power Eyes ersetzen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, die D-Faust zu verändern bei Ora bzw. X und Y. Sonst wäre ich tatsächlich im Überlegen, das zu machen. Aber sonst ist es mein legitimes Shiny Voltenso, das einfach unglaublich cool aussieht. Dann haben wir Too High Bro. Ich bin gar nicht über die Items gegangen bei dem, ne? Gewaldronit. Irgendwas Defensives oder Sumpex-Nit. Choice Bags. Überreste. Flunkiefer-Nit. Die beiden sollten das Stolos-Nit tragen. Und hier vermutlich ein Life-Orb. Oder das Meditalis-Nit. Und du bekommst auch irgendein Choice-Item oder ein Leben-Orb. So. Dann haben wir Tohaido. Beziehungsweise Too High Bro, weil es mein Bromon ist. Schutzschild, Eiszahn, Knirscher, Kaskade. Ziemlich selbsterklärend. Entweder mit dem Tohaido-Nid oder dem Leben-Orb. Temposchub als Fähigkeit kann man sich schön sein Speed hochhauen und es kann überraschend oft sweepen. Es heißt Too High Bro, weil als ich angefangen habe oder wieder angefangen habe mit Competitive in der 5. Gen relativ früh. Ja, da habe ich eine Zeit lang gespielt, da war Tohaido so mein absolutes Go-To-Pokémon. Ich hatte es in fast jedem Team und es hat immer gute Arbeit gemacht. Es war halt so ein bisschen mein Bro. Dann haben wir Black Pearl, das Groink, das ich zuerst in Broink nennen wollte, aber dann kommt dieser Bro-Effekt nicht so durch. Energieball, Spukball, Psychokinese und Fokusstoß. Mäßiges Wesen, Speckschicht und Assault Vest eigentlich als Item. Mit Speckschicht und Assault Vest kann es ähnlich wie Hariyama so ziemlich alles an Feuer- und Eisattacken tanken und dann selber gut zuhauen. Der Name Black Pearl kommt natürlich von den schwarzen Perlen, die es trägt. Ich habe mich so ein bisschen in Groink verliebt während meines Playthroughs in Oras, denn ich habe mir gedacht, komm, fängst du halt das Boink, dir fehlen eh noch ein paar Pokémon fürs Team. Und es hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, es war schon so der MVP. Und ja, ich habe sogar den extra einen Ball dafür genommen, den Wiederball, denn der hat auch so schwarze Punkte wie die Perlen. Ja, ich bin so wahnsinnig und achte bei einigen meiner Pokémon auf die Pokébälle. Das kann man vor allem bei Wasser-Pokémon sehen, die hier jetzt nicht, weil die relativ früh gezüchtet wurden. Aber bei einigen Pokémon achte ich tatsächlich darauf, welchen Ball ich benutze. Dann haben wir Starlord, mein Krebutak mit Schwertanz, Abschlag, Wasserdüse und Krabhammer. Ist auch kein besonders außergewöhnliches Set. Man spielt normalerweise Drachentanz über Schwertanz, aber ich mag Schwertanz lieber. Wobei ich auch Drachentanz gerne mag. Starlord kommt von dem Stern im Gesicht und ja, Guardians of the Galaxy. Ich finde Krebutak ziemlich cool. Doch, doch. Ein besseres Kingler leider. Ja, und ansonsten mit Anpassung, Abschlag ist einfach eine unglaublich gute Kombi und kann ziemlich, ziemlich gefährlich sein. Dann haben wir Barnett, was von mir nie einen Spitznamen bekommen hat, weil ich nicht wusste, wie ich es nennen soll. Das ist mein Mega-Barnett mit Abschlag, Irrlicht, Abgangsbund und Schattenstoß. Ich würde Schattenstoß durch Dunkelklaue ersetzen. Oder vielleicht sogar durch einen Taunt, je nachdem, in welchem Tier ich es benutze. Aber ansonsten ist das hier, glaube ich, physisch defensiv ausgelegt. Ich müsste mir tatsächlich mal ein neues züchten. Denn in einem aktuellen RU-Team spiele ich eins auf Pokémon Showdown. Und da habe ich voll auf KP und Angriff investiert. Denn Mega Barnett hat einen Base-Angriff von 165, glaube ich. Das ist verdammt gefährlich. Und ja, da ist mit der Mega-Entwicklung dann Streulicht als Fähigkeit bekommt, kann man mit Abgangsbund und Irrlicht und eventuell Taunt echt gut was reißen.
Dann haben wir Majestic, das Absol, weil es einfach unglaublich Majestic ist. Kann man auch mit einer, ich glaube, ich habe es mit einer Scope-Linse gespielt, hieß das Item, das die Crit-Chance erhöht. Und dann mit Glückspilz und Psychoklinge und Nachthieb zusammen. Man crittet sehr, sehr oft. Als mega entwickelte Form kann man es natürlich auch spielen. Man kann es auch Mixed spielen, denn es hat einen recht guten Mixed-Attack-Stat, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, es ist voll auf Angriff und Initiative trainiert. Wieso habe ich eigentlich kein Pokémon, das wirklich einen bestimmten Ball hat hier bei meinen Gen 3 Pokémon? Das ist schlimm. Ja, es sollte einfach nur schnell sein und draufhauen. Ich sollte mal so ein paar meiner alten Pokémon updaten und die dann mal in Kämpfe mitnehmen. Dann haben wir Regirockstar, mein allseits beliebtes Regirock. Mit Spezialverteidigungs- und KP-Investments. Es hat ohne Verteidigungsinvestments schon einen verdammt hohen Verteidigungswert. Natürlich mit der einzigen Fähigkeit, die es haben kann, Neutraltorso. Dadurch können die Werte nicht gesenkt werden. Und pfiffig als Wesen, um die Verteidigung zu boosten, weil es ursprünglich voll in Verteidigung trainiert war. Aber das lief nicht so gut. Dann als Attacken Ableithieb, Steinhagel, Donnerwelle und Tarnsteine. Ist sehr, sehr ähnlich wie mein Stolos. Soll die Tarnsteine rauslegen, nach Möglichkeit Threats mit Donnerwelle crippeln und kann mit Steinhagel dann paraflinchen, wenn die Pokémon erstmal paralysiert sind. Und Ableithieb ist einfach gegen bestimmte Pokémon und um sich so ein bisschen gegen heilen zu können. Als Items übrigens hier den Leben Orb, Banettonid, hier dann das Crit-Item oder das Absolnid. Und hier am ehesten die Überreste, aber eine Zitrobeere geht auch. Dann haben wir mein Golem of Steel. Und bei dem bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe einen Even Spread zwischen KP, Verteidigung und Spezialverteidigung gemacht. Man sieht auch, ich habe bei den DVs nicht so viel Wert draufgelegt. Das war so ein, hey, fange ich mir halt noch einen Regi-Stil und trainiere das mit Fluch, Tarnsteine, Eisenschädel und Erdbeben. Es ist nicht so wichtig, aber der Name ist eine Anspielung auf Superman, den Man of Steel. Und ja. Damit sind wir mit den Gen 3 Pokémon durch. Dieses Wetter macht meinen Kopf kaputt. Gehen wir zur Gen 4. Da haben wir Hyphaur, mein Ambidiffel. Und das Lustige ist, mir ist später aufgefallen, es hat nur drei Finger an jeder hinteren Hand. Nicht vier. Froh und Techniker. Ganz normal mit Kehrtwende, Rückkehr, Verfolgung und Mogelhieb. Kann man recht vielseitig spielen. Man kann viele verschiedene Attacken darauf haben. Man kann als Item Leben Orb spielen, Normal Gem. Was auch immer man gerne möchte. Aber ja, das ist mein Ambidiffel. Hat mir eine Zeit lang gute Arbeit geleistet, aber inzwischen, vielleicht habe ich verlernt, es richtig einzusetzen, aber die letzten Male, wo ich es getestet habe, hat es mich nicht so überzeugt. Dann haben wir MH370 und hier sehen wir, ich habe sogar auf den richtigen Ball geachtet. Ein Dunkelball für Geist-Pokémon kommt einfach immer gut. Das ist ein sehr, sehr interessantes Drift-Zeppeli-Set, mit dem die Leute nicht rechnen. Und ja, der Name ist vielleicht ein bisschen makaber, denn ich habe es nach dem Flugzeug benannt, das damals verschwunden ist. Aufgrund der Attacke Phantomkraft. Ich spiele es jedenfalls froh mit der Entlastung als Fähigkeit und Energiekraut als Item. Und dann als Attacken Abschlag, Akrobatik, Delegator und Phantomkraft. Dieses Set, es funktioniert besser als es sollte. Abschlag ist halt, um Items loszuwerden vom Gegner. Wenn man es schafft, einen Delegator zu benutzen und dann mit Phantomkraft, man kann den Gegner so schön abfacken. Für die, die es nicht wissen, bei Phantomkraft verschwindet das eigene Pokémon für eine Runde vom Spielfeld und greift dann nächste Runde an und ignoriert, glaube ich, sogar Subs. Ich glaube, Subs und Schutzschild und Lichtschild und so weiter werden ignoriert, aber das will ich nicht beschreien. Auf jeden Fall kann man sich in seinem Sub verstecken, damit Phantomkraft sofort das Energiekraut procken, sofort angreifen und damit Akrobatik. Das wird dann erstmal schneller wegen Entlastung und kann damit Akrobatik noch mehr Schaden machen. Das Set sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert und es ist verdammt lustig, wenn es richtig durchkommt. Außerdem kann man sich mit Phantomkraft, wenn man das benutzt und der Delegator draußen ist, verschwindet auch der Delegator. Das heißt, der Gegner kann dann nicht mal den Delegator in der Runde zerstören. Dann haben wir Romanoff, mein Pion Draghi. Sollte ursprünglich Hawkeye heißen, wegen der Fähigkeit Superschütze und dem Farbschema, denn Hawkeye hat ein sehr lilanes Kostüm in den Comics. Aber es war weiblich und dann dachte ich mir, komm, benennst es nach Black Widow, nennst es Romanoff, es passt auch. Abschlag, Schwertanz, Nassschweife und Gifthieb. Auch kein besonders komplexes Set. Ich spiel's mit der Prunusbeere, damit man vor Schlaf und Verbrennung, Paralyse und so weiter gesichert ist. Man kann auch ein Leben-Orb spielen oder so, aber
Ich finde die Prunusbeere am besten. Die Attacken sind Stab und Coverage. Und ja, es ist einfach ein solides Set. Das kann gut funktionieren. Dann haben wir Bunny Hopper, mein Sneepuna. Eishieb, Fußtritt, Gifthieb und Abschlag. Ich würde nicht unbedingt Gifthieb drauf spielen. Sneepuna hat einige Möglichkeiten. Ich glaube, es kann Icicle, doch es kann Icicle Crash erlernen. Ist, glaube ich, Eiszapfhagel auf Deutsch. Es kann Eisshard erlernen, Eissplitter. Nachthieb, je nachdem, was man gerne möchte. Frohes Wesen, voll auf Angriff und Initiative und als Item dann am ehesten den Leben Orb. Ich hatte den Gifthieb drauf wegen eines GPL-Matches, wo ich mit einem Feen-Pokémon klarkommen musste. Aber ja, Bunny Hopper. Ich weiß nicht warum, aber es sieht aus wie ein Hase. Also, es hat mich schon immer an Hasen erinnert. Ich weiß nicht warum. Es ist eigentlich mehr so ein Wieseltier. Besonders streng genommen kommt es aus der japanischen Mythologie. Aber damit will ich euch jetzt nicht nerven. Ansonsten ja, Bunny Hopper. Es hat Bunny im Namen. Es ist im Grunde ein Snee Bunny. Aber ja, ist benannt nach dem Move bei Call of Duty und ähnlichen Shootern. Soll schnell sein und draufhauen. So wie viele meiner Pokémon. Dann haben wir Diona. Und Diona kommt von irgendeiner Pflanzenart. Da bin ich mir aber gerade echt nicht sicher, woher. Synthese, Schwertanz, Laubklinge und Abschlag, denn es hat keinen Movepool. Fulipurwa hat einen so unglaublich schlechten Movepool. Das ist eigentlich schon schlechter als Flamara, obwohl es ziemlich gute Stats hat. Voll auf Angriff und Initiative und Chlorophyll, damit es in der Sonne nach Möglichkeit sweepen kann. Synthese zum Hochheilen. Ich würde es mit dem Leben aufspielen. Ich wünsche, du wärst besser, Fulipurwa. Dann haben wir Scorbro. Der Name hat denselben Ursprung wie von meinem Tohaido. Toxin, Schutzschild, Erdbeben und Delegator. Aufheber als Fähigkeit, pfiffiges Wesen, investiert in KP und Verteidigung und ein Toxic Orb als Item. Jeder weiß, wie unglaublich eklig Skorgro ist. Wenn es schafft, den Gegner zu vergiften und sich in seinem Sub zu verstecken, kann der Gegner eigentlich aufhören, denn da bricht einfach allzu schnell nichts durch. Ich liebe Skorgro. Ich sollte es nicht lieben, aber ich liebe es. Dann haben wir Galagladi, dem ich immer noch einen Spitznamen geben muss. Haben wir gesehen in meinen NU-Matches. Hat da gute Arbeit gemacht mit Nahkampf, Abschlag, Erdbeben und Laubklinge. Mir fehlt der Psycho-Stab. Ich würde vermutlich, wenn ich was anderes mit Abschlag dabei habe, Abschlag dadurch ersetzen. Aber es glaube ich war mein einziges Abschlags-Pokémon. Guck gerade nach den. Ja, hier sehen wir auch den Duskball dafür. Es ist schnell, vor allem mit einem Choice Scarf oder einem Choice Band wird es noch schneller und haut noch mehr drauf. Und Nahkampf ist Stab, Abschlag ist Abschlag, Erdbeben ist Coverage Move und Laubklinge. Gegen solche Sachen wie Morlord oder andere Wasser- und Boden-Pokémon, die wir sonst nicht besonders gut treffen. Psycho-Attacken wären tatsächlich noch besser in den unteren Tiers, gerade so Ayu ungefähr. Enyu und Ayu wegen Sachen wie Slymog, Smogmog und. Na, wie heißt's? Amoongus. Mir fällt immer nur entweder der englische oder der deutsche Name ein. Hutsasa oder Hutsasa. Aber ja, ich spiel's so. Dann haben wir Necron, ebenfalls benannt nach einem Green Lantern Charakter. Choice Band, Schnüffler, Erdbeben, Schattenstoßverfolgung und Eishieb. Ich hab's geschafft, es effektiv einzusetzen tatsächlich bei Showdown. Aber ja. Ist sonst nicht. Es funktioniert nicht immer, aber wenn es funktioniert, macht es guten Damage. So, habe ich sonst noch irgendwas zu erklären zu den Pokémon? Ich glaube, nein. Ja, hier Spread auf KP und Speed, Angriff und Speed. Viele der Spreads sind auch selbsterklärend. Dann würde ich aber sagen, was ist das mit den Gen 3 und Gen 4 Pokémon? Und nächstes Mal schauen wir uns die sehr kleine Gen 5 Box an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö.